In Fragen der inneren Sicherheit, aber auch in wirtschaftlichen Fragen scheint Europa führungslos. Wer führt den Staat, wenn es Politiker nicht mehr tun? Das ist ein Problem, das schon in der Sowjetunion vorhanden war, aber jetzt zunehmend auch in der Europäischen Union zu beobachten ist. Es wird alles anonymisiert. Es sind alles nur mehr Räte. Keiner trägt mehr irgendeine Verantwortung. Das heißt, diese Anonymisierungstendenz ist verbunden mit einer Kommissionitis, mit einer Ratskonstruktion, wo zunehmend nur mehr das Kollektiv anonym Entscheidungen trifft, die dann, für die dann niemand, und vor allem nicht der Einzelne, verantwortlich ist, sondern wo man sich auf das Kollektiv und auf erzeugte Mehrheiten ausreden kann. Und das ist eine ganz, ganz schlechte Entwicklung, weil sie am Schluss die Demokratie als Ganzes in Frage zu stellen droht. Und diese Entwicklung muss gestoppt werden, sondern es muss wieder der einzelne Politiker für seine Entscheidungen auch stärker persönlich gerade stehen und auch in Haftung gezogen werden. Dazu fordere ich den Wähler wirklich auf. Das European Center for Law and Justice kritisiert den zunehmenden Druck, den die EU auf Polen und Irland bezüglich Legalisierung von Abtreibung ausübt. Auf welcher Rechtsgrundlage bewegen sich hier EU-Institutionen mit ihrer Forderung nach noch mehr Zugang zur Abtreibung? Auf gar keiner. Und es war wirklich bemerkenswert, dass bei der Diskussion mit dem irischen Premierminister, der ja jetzt den neuen Ratsvorsitz im ersten Halbjahr 2013 hat, es vor allem Rote und Grüne und Ultrarote, nämlich die ganzen aus dem kommunistischen Bereich, Abgeordnete waren, die wieder die Abtreibungsproblematik versucht haben, in die Diskussion über den Ratsvorsitz der Iren hineinzubringen. Ich kann nur den Appell an Irland richten, sich nicht kleinkriegen zu lassen. Ich verlange Respekt, ein oft gebrauchtes, im EU-Parlament oft gebrauchter Begriff, Respekt vor der Entscheidung, vor der Werthaltung der irischen Wähler, dass sie sich nämlich für das Leben und nicht für eine Tötungskultur entschieden haben. Und ich verlange, dass diese Haltung der irischen Bevölkerung respektiert wird. Und ich verlange auch, dass man nicht weiterhin tatenlos zuschaut, wie eine militante Abtreibungslobby permanent Druck auf solche Länder ausüben möchte. Ich bin auf der Seite der Menschen in diesen Ländern, namentlich in Irland, namentlich in Polen, namentlich auch in Malta, wo man entsprechenden Widerstand hat. Und diese Länder sind, glaube ich, für uns leuchtende Vorbilder in der Frage der Werthaltung zum Leben. Wird sich die irische Ratspräsidentschaft diesem Druck stellen können? Das hoffe ich doch sehr. Und zwar zeigt sich hier ja auch, wie wichtig es ist, dass die plebiszitären Elemente nicht gänzlich verloren gehen. Wahrscheinlich würde die irische Regierung und das irische Establishment, das politische Establishment sofort einknicken. Aber sie haben die Bevölkerung im Nacken. Sie haben den Willen des Volkes, des irischen Volkes im Nacken, der sagt, nein, das wollen wir nicht. Und daher müssen Sie in dem Zusammenhang nur den Begriff Referendum in den Mund nehmen und schon zu Kanälen in der Europäischen Union zusammen. Denn nichts fürchtet diese Europäische Union so sehr wie die Völker und die Entscheidung der Völker.